Ich will mich aber dann noch mal ein bisschen umsehen, wenn ich kann. Ich kann nicht. Machst dich fürs Quidditch-Spiel fertig, was? Wird ein aufregendes Spiel werden. Ravenclaw ist ein gutes Team. Hagrid, was weißt du über den dritten Stock? Du meinst Fluffy? Fluffy? Hab ihn letztes Jahr in einer Kneipe von so einem kleinen Griechen gewonnen. Hab ihn Dumbledore geliehen. Bewacht damit den... Er bewacht was? Frag mich nicht mehr danach. Ist streng geheim, jawohl. Vergiss den Hund und das, was er bewacht. Ist eine Angelegenheit zwischen Professor Dumbledore und Nicholas Flamel. Wer ist Nicholas Flamel? Vergiss es. Bin weg. Du solltest dich besser beeilen, Harry. Das Quidditch-Spiel fängt gleich an. So, Gryffindor gegen Ravenclaw. Willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee John und bin der Kommentator. An jedem Ende des Quidditch-Feldes gibt es drei Tore. Die Jäger spielen mit dem Quaffel und versuchen, ihn durch die Ringe zu werfen, um Punkte zu erzielen. Es ist wichtig, die Klatscher immer im Auge zu behalten. Klatscher sind verzauberte Bälle, die einen vom Besen hauen können. Jedes Team hat zwei Treiber, die versuchen, diese Klatscher abzuwehren. Polnische Bleie. Auch in diesem Spiel ist Harry Potter der Sucher des Gryffindor-Teams. Im letzten Spiel gegen Hufflepuff hat er den Schnatz gefangen und seinem Team somit zum Sieg verholfen. Das waren noch Zeiten. Achtung! Wenn der Schnatz auftaucht, setzt er Geschwindigkeitsringe frei, die es dem Sucher möglich machen, schneller zu fliegen. Ich versuche wirklich mein Bestes. Hola! So, wo ist der Schnatz? Ein goldenes Glänzen. Ist das der Schnatz? Ja. Potter hat den Schnatz gesehen. Nein. Potter ist so nah dran. Er weicht einem heranrasenden Fischer aus. Das ist der helle Wahnsinn. Nein. Verflogen. Oh, das wird er auch morgen noch spüren. Und er wäre beinahe getroffen worden. Da kommt ein Klatscher. Potter übernimmt die Führung. Oh, das war knapp. Besoffen. Gut gemacht, Harry.
schlechte Neuigkeiten, Harry. Norbert geht es nicht gut. Er ist sehr krank. Müssen ihm ein spezielles Drachentonikum verabreichen, um ihn wieder aufzupäppeln. Für das Tonikum braucht man ein paar sehr seltene Zutaten. Aber die gibt es hier im Schloss nicht. Müssen in die Winkelgasse, um sie zu kaufen. Dann gehen wir mal in die Winkelgasse. Drei Pfauenfedern, eine Uhu-Feder und drei Warzen einer violetten Riesenkröte. Ohne Geld können wir jedoch nichts kaufen. Geh zu Gringotts und hol ein paar Knuts, Sickel und Galeonen. Griphook wird dich erkennen. Bin im tropfenden Kessel und trink ein paar Butterbierchen, falls du mich suchen solltest. Sehen uns, wenn du alles erledigt hast. Er geht saufen und wir arbeiten jetzt. Okay, können wir nicht lang. Hinweis lesen. Wegen Urlaub geschlossen. Bin nächste Woche zurück. Ein defekter Kessel. Da haben hier einen Aufruf angesettelt. Deswegen haben wir heute leider geschlossen. Ich glaube, wir brauchen zuerst Geld. Harry Potter, nicht wahr? Yep. Ich habe gehört, Sie suchen eine Uhu-Feder. Geben Sie mir drei Sickel und Sie dürfen hinten rausgehen, um sich selber eine zu holen. Sie haben keine Sickel, stimmt's? Gehen Sie doch mal zu Gringotts, der Koboldbank. Ich glaube, wir müssen zuerst wirklich Gold holen. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Ich bin. Ich würde das lang wir gehen abspeichern zuerst. Und dann gehen wir zu diesem einen Mann. Wie viel Prozent haben wir schon? Prozent. Harry Potter! Halt dich von hier fern! Das ist die Nocturngasse! In den Geschäften hier bekommst du nur Dinge, die mit den dunklen Künsten zu tun haben! Jetzt mach, dass du wegkommst, bevor ich dich in eine Wühlmaus verwandle. Okay, sorry. Das ist eine Bank. Willkommen bei Gringotts, Mr. Potter. Sie können die Verliese erst betreten, wenn Sie alle Formulare eingesammelt und sie dem Kobold draußen vor der Tür überreicht haben. Wenn Sie durch diese Doppeltür gehen, befindet sich das erste Verlies auf der linken Seite.
viel Glück. Möchten Sie einige Knuts einsammeln? Yep. Wenn Sie das erste Verlies besuchen möchten, müssen Sie zunächst die entsprechenden Formulare einsammeln. Beeilen Sie sich, denn sonst müssen Sie wieder von vorne anfangen. Nein. Alter. Wie hat hier den Boden so extrem? Noch zwei. Noch einen. Guten Tag, Mr. Potter. Ich werde Ihnen nun erklären, wie man den Kohlekarren steuert. Mhm. Mit den Richtungstasten können Sie den Karren nach links bzw. rechts schwenken. Mit der X-Taste können Sie den Kohlekarren blockieren, um die schwieriger zu erreichenden Knuts einzusammeln. Seien Sie vorsichtig, Mr. Potter. In dieser Mine gibt es viele Hindernisse. Halten Sie sich von ihnen fern, wenn Sie möglichst viele Münzen einsammeln wollen. In der Mine sind Bonus-Edelsteine versteckt. Sie können sie nur einsammeln, wenn Sie Ihren Kohlekarren äußerst präzise steuern. Sammeln Sie so viele Knuts wie möglich ein, um den Level erfolgreich zu beenden. Alter. Oh, es ist schwer. Leid, aber Sie müssen es nochmal versuchen, wenn Sie weiterkommen möchten. Vergessen Sie nicht, nach links und rechts steuern und den Kohlekarren mit der X-Taste blockieren. Ach so. Okay. Dann nochmal. Thank you.
Diese Drehung schaffe ich nicht. Es tut mir leid. Vergessen Sie. Dann nochmal von vorne. Ey, das ist echt schwer. Das ist wirklich schwer. Ich schaffe diese Drehung nicht. Diese Drehung. Ja, super. Schaffen wir es? Herzlichen Glückwunsch, Mr. Potter. Sie waren erfolgreich. Möchten Sie es nochmal versuchen? Nein. Bitte kehren Sie durch diese Tür zur Bank zurück. Möchten Sie es nochmal versuchen? Nein. Haben Sie nun einen Knut? Möchten Sie es jetzt mit den Sickeln versuchen? Yep. Wenn Sie es mit den Sickeln versuchen möchten, müssen Sie zunächst wieder die benötigten Formulare einsammeln. Nein. Oh, der Wand. Noch zweimal müssen wir es machen. Hallo, Mr. Potter. Moin. Ich habe gehört, dass Sie schon fast ein Experte im Einsammeln von Knuts sind. Nicht so wirklich. Ob Sie wohl genauso viel Talent im Einsammeln von Sickel haben? Ich versuch's. In der Mine sind Bonus-Edelsteine versteckt. Sie können sie nur einsammeln, wenn Sie Ihren Kohlekarren äußerst präzise steuern. Seien Sie vorsichtig, Mr. Potter. In dieser Mine gibt es viele Hindernisse. Halt
halten Sie sich von ihnen fern, wenn Sie möglichst viele Münzen einsammeln wollen. Vergessen Sie nicht, verwenden Sie die Richtungstasten, um den Kohlekarren nach links und rechts zu schwenken. Drücken Sie die X-Taste, um den Karren zu blockieren. Viel Glück. Danke. Los. Nicht gut. Ich glaube, das machen wir auch noch mal. Wie lange alle das ist, oder? Ja, und nur so diese Drehung. Ich habe wirklich eine bessere Leistung von Ihnen erwartet, Sir. Vergessen Sie nicht nach Lin... Ja, oder ist das... So drin, okay. Noch ausweichen. Ausweichen. Los rum. Diesmal sind wir irgendwie besser dran. Ausweichen. Achtung!
mal mit zu. Ich habe wirklich vergessen. Also nochmal von vorne. Diese Drehung. Nee, ausweichen. Und die komplett, Alter. Ja, wieder nicht geschafft, ganz ehrlich. Eine Münze. Ich habe wirklich vergessen. Ja, schön für dich. Wer gilt denn in die Birne? Das ausweichen. Gut, ausweichen. Ich darf nicht abbremsen. Das ist ein Fehler. Das hat mir diesmal übel so das Genick gebrochen. Ich weiß überhaupt nicht, wozu diese jemand da ist. Ausweichen. Ah!
Ja, lol, ganz ohne Scheiß. Rechts und links. Mr. Potter, Sie waren erfolgreich. Danke. Wollen Sie es nochmal versuchen? Nee. Bitte kehren Sie durch diese Tür zur Bank zurück. Nee. Nicht nochmal versuchen. Einmal geschafft, reicht. So. Ausgezeichnet. Sie besitzen nun einen Sickel. Wollen Sie es jetzt mit den Galionen versuchen? Wenn Sie es nun mit den Galionen versuchen möchten, müssen Sie erneut die benötigten Formulare einsammeln. Oh, diese beschissene Wand. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao.